brauche eine Schere. Fällt mir jetzt alles ein. So. Siehst du mich? Du siehst mich gar nicht. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr dabei eingeschaltet habt. Heute habe ich wieder ein... Der Monat September ist ausgeartet. Und ich habe wieder was bei Medimops bestellt. Und falls du ganz gerne wissen willst, welche Bücher hier in diesem Paket drin sind, dann würde ich sagen, bleib doch einfach dran und viel Spaß bei diesem Video. Tatsächlich wieder einige Bücher bei Minimops gelandet. Ich habe immer so ein schlechtes Gewissen, wenn bei mir immer das alles ausartet, aber ich habe dann gedacht, naja, das hat ja auch seine Gründe, weil wenn man halt, das hat private Gründe, ganz einfach. So, wenn ich halt nicht so viele Bücher kaufen würde, dann wäre mein Leben anders. Und ich glaube, Bücher sind halt eben meine Freunde, die halt eben nicht Scheiße bauen. Deswegen, habe ich mir wieder was geholt. Genau, und der September ist bei mir ausgeartet. Das werdet ihr wahrscheinlich in den nächsten Monaten auch dann auf meinem Kanal erfahren. Aber dafür gibt es Gründe, die ich auch eben schon genannt habe, aber auch andere Gründe. Das werde ich wahrscheinlich im anderen Video erzählen. Genau, auf jeden Fall, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Achso, und ich weiß noch nicht so genau, wie es mit mir weitergeht privat. Vielleicht kann es sein, dass ich nicht mehr hier sein werde, vielleicht, keine Ahnung. Es könnte sein, dann ja, habe ich mir gedacht, dann hole ich schon mal ein paar Weihnachtsgeschenke, weil ich bin immer so ein Mensch, lieber alles vorbereiten, anstatt einen Monat vor Heiligabend zu denken, oh, was könnte ich meiner Familie schenken. Und deswegen habe ich beschlossen, das jetzt zu holen. Genau, deswegen ist es bei mir ausgeartet. Und es wird noch weiter ausarten, weil ich habe die erste Fuhre schon Ende August schon geholt. Das dauert aber noch, weil das alles aus Amerika kommt. Und da könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, was ich geholt habe. Und ich bin dabei, das auszupacken, zu öffnen. Genau, und ja, mal gucken. Und die nächste Fuhre kommt auch nochmal. Weil Medium auch schon wieder irgendwas Geiles zum Start hat, wie 2,99 € und 1,99 €. Aber sobald ihr das Video seht, ist das schon vorbei. Das ist dann halt so. Genau, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich gucke mal. Ich werde aber nicht das zeigen, was ich für meine Familie geholt habe, weil das nämlich Weihnachtsgeschenke sind. Und ich gucke jetzt einfach mal, was ich hier habe. Da kann ich ja schon mal anfangen, Weihnachtsgeschenke einzupacken. Aha, okay, gut. Oh, ich habe einen 5-Euro-Gutschein. Okay, das ist auch gut. Was ist das? Ah, das ist das. Okay, das habe ich ein Buch. Ich weiß gar nicht, könnt ihr das sehen? Ich will das auf jeden Fall nicht, dass meine Familie das sieht, was ich jetzt für Weihnachten schenke. Ich weiß auch gar nicht, ob sie das sehen. Ist... Von der, ich schreibe euch, ich guck mal, ob ich da nachher noch im Video dann vielleicht hier, keine Ahnung, ihr seht, dass ihr sehen oder nicht, die Kosten angebe. Ich habe ich habe bei Medimops Sabine Niedermayr Engelsmacht von Elvea Verlag geholt. Vor allem das Buchcover, es sieht einmal schön aus. Und ich fand diesen Titel eigentlich mega geil und ich musste es haben. Und auch zum einen auch... 14,99 €, weil ich habe sehr, sehr viele Bücher von Carlsen Verlag, von ZBJ bis ZBT Verlag und vielleicht ein paar andere Verlage. Und dementsprechend musste ich jetzt mal was vom anderen Verlag holen, von Elvea Verlag. Und ja, ich bin mal gespannt. Das ist, glaube ich, nur ein Band, Gott sei Dank, weil es gibt immer Bücher, die haben immer unfassbar viele Bände.
Und ich kannte die Autorin tatsächlich, die werde ich nachher bei auf Instagram verfolgen. Also falls du mir noch nicht folgst, darfst du mir gerne mal auf Instagram folgen. Und wollte dir das mal zeigen, dass ich das Buch gekauft habe. Genau, ich dachte immer besser lieber gebraucht statt neu, weil wegen der Umwelt zuliebe und weil es halt auch sparsamer ist. Ne? Das kostet nicht so viel Geld, als wenn du das neu kaufst. Neu kaufen würde es, glaube ich, 14 Euro kosten. Ich glaube, ich habe dafür für 1 Euro bezahlt, vielleicht auch 2 Euro, keine Ahnung. I don't care, ich liebe Bücher, das ist wie Essen und Schlafen. Ja, auf jeden Fall freue ich mich auf dieses Buch. Ich weiß leider nicht, worum es in dieser Geschichte geht. Es geht um ein Kind. Sie ist einmal 17 Jahre alt und ihr Leben besteht zum großen Teil aus Bewältigung ihres Schulalltages und darin, sich mit ihren Freundinnen zu treffen. Ich versuche euch immer so zu lesen, weil wenn ich so lese, dann seht ihr mein Gesicht so. Dieses vermeintliche, einfache, unbeschwerte Leben wird zunehmend durcheinander gebracht, als sich seltsame Erscheinungen und Begegnungen in Kates Leben drängen. Ausgerechnet jetzt geschieht ihr der Freund ihrer Kindheit seine Liebe, Gefühle, die sie nicht erwidert und ihre Beziehung auf eine harte Probe stellen. Hinzu kommt, dass Veränderungen auf der Erde ihren Anfang nehmen, Bericht über Naturereignisse und Katastrophen sich mehren, eine düstere Stimmung dem Planeten einhüllt, Auswirkungen, die sie im eigenen Leibe zu spüren. So, ihr Lieben, sorry für die Unannehmlichkeiten, wahrscheinlich merkt ihr jetzt, ich bin hier unter der Sonne, lalalala. Wahrscheinlich denkt ihr jetzt, was passiert hier, warum ist das auf einmal eine andere Lichtverhältnisse? Mein Akku hat gesagt, wir stören jetzt mal beim Videodreh und mehr nee, hat er nicht gemacht. Aber auf jeden Fall war der Akku alle. Und ich zeige euch jetzt die restlichen Geschenke, Bücher, wollte ich schon sagen, was ich geholt habe. Also ich habe euch ja eben das vorgestellt. Hier geht es um Visionen, also wird Mannes und bla bla bla, mehr muss ich nicht sagen. Genau, dann kommen wir jetzt mal zum nächsten Buch, was ich eigentlich ziemlich geil finde. Und die Preise zeige ich euch später. Von Lisa Patrick, Secrets of Jade, mit den Augen der Liebe. Ist ein bisschen, weiß ich, ob das schon ein bisschen dreckig. Ist aber auch, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, total bläulich. Ich musste das so sein. Und vom Fabulous Verlag. Ja. Das hat ungefähr 1,99 Euro gekostet. Dann dachte ich so, ach, nimm's mal mit. Und hier geht es um eine Studentin, die heißt Jade, ist verliebt in Joshua und kann sich die Wucht ihrer Gefühle nicht erklären. Und hier geht es um eine Liebesgeschichte, deren Ausgang keine Leser unberührt lässt. Da bin ich ja mal gespannt, ob mich das mal unberührt. Ob mich das unberührt lässt oder ob mich das berühren lässt. Und also unberührt ist der Berühren, ne? Moira und ihr Verstand, genau. Und hier ist natürlich, wird mit gleicher Intensität wieder Georges ein Jademensch aus dem Edelsteinzirkel. Das will dieser das Aussterben der Jademenschen verhindern und den Kreis der wenigen noch lebenden Mitglieder vergrößern. Interessant. Leute, normalerweise lese ich nicht Klappentexte, ne? Nur mal so zur Info. Deswegen weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, worum es geht. Ich lese euch gerade so halbwegs den Klappentext vor. Auf jeden Fall diesmal von Fabulous Verlag. Und das Buch ist bläulich. Wahrscheinlich musste das Buch so sein. Was kann man das so sehen? Ja, ne? Ja, ist hier so richtig bläulich. Ist in einem Top-Zustand. Kann man nicht meckern. Ist ein bisschen dreckig. Hier so ein bisschen. Aber mein Gott, sollte man sich jetzt nicht aufregen. Ich weiß nicht, wo ich das Buch entdeckt habe. Wahrscheinlich von einer Book-YouTuberin. Und ist das jetzt Fantasy oder ist das jetzt was anderes? Wahrscheinlich jetzt wieder Fantasy-Roman, ne? Yeah, Fantasy-Roman! Da bin ich ja mal gespannt. Und dann sind das die beiden hintereinander. Super. Und dann habe ich. Also, wo gehen wir denn jetzt einfach? Ah, wir pingeln einfach nochmal das hier. Achso, genau. Und dann, ich wollte eigentlich den zweiten Part vorzählen zeigen, aber egal. Und auf jeden Fall, ich komme jetzt nicht entscheiden, was ich euch zeige, ich zeige euch eh alles das gleichzeitig. Ich habe den ersten Band, Teufelsherz,
habe ich in meinem Bücherschrank stehen und ich habe den, glaube ich, auch neu gekauft und den kann man ja nicht mehr neu kaufen. Und dann, weil ich ja gesagt habe zum Thema Buch, Subarbeit, ne? Und ich bin ja auch so ein Mensch, ich habe früher immer erstmal ein Buch gelesen und dann 100 Jahre habe ich gebraucht, das stört mich, 100 Jahre später gebraucht, um das zweite zu lesen, kenne ich ja, ne? Und da denke ich mir, die Zeit ist zu kostbar, um das Buch 100 Mal zu lesen. Also kaufst du dir die jetzt und dann kannst du die in einem Rutsch lesen. Und das ist tatsächlich Teufelstod, der zweite Teil. Ich glaube, gibt es nur zwei Teile. Und der erste Teufels heißt Teufelsherz, genau, ist richtig schön bunt. Ist vom Baumhaus Verlag, Menge exemplariert. Es sieht in einem Top-Zustand aus, kann man nicht meckern und ist richtig schön. Oh mein Gott, ich bin voll verliebt. Es geht hier um Schutzengel. Damien ist auf die Erde zurückgekehrt, jedoch nicht als Schutzengel, sondern als Mensch. Das Thema Schutzengel habe ich bisher noch nicht wirklich in einer Geschichte gelesen. Also so wie Bücher von Popotley Fitzpack oder wie die heißt. Oder wie die anderen Romane heißen. Es gibt da tausende Engelsromane, die habe ich bisher noch nicht gelesen. Auch nicht von Myra Wolf. No hate. Und tatsächlich interessiert mich das und ich finde dieses Buchcover so schön gemacht, dass ich da gesagt habe, das muss ich lesen. Genau, und deswegen habe ich es mir auch geholt. Damien ist also ein Mensch, kein Schutzengel mehr. Zunächst ist Emily überglücklich, ihn wieder zu haben, aber bald merkt sie, dass der Sohn des Teufels sich verändert hat und außerdem, was ist das, ein Sohn des Teufels? Oh, dann ist Damien ein Sohn des Teufels. Sorry! Und außerdem überhaupt nicht mit dem Dasein als Sterblicher zurechtkommt. Doch es gibt noch ein größeres Problem. Das Leben ihres besten Freundes, Will, steht auf dem Spiel. Kann Emily ihn retten? Und welche finstere Pläne verfolgt Lucifer? Cool. Bin ich schon mal sehr, sehr gespannt. So. Habe ich noch irgendwas anzubieten? Genau. Jetzt möchte ich euch noch mal zwei Bücher zeigen. Ich zeige euch die jetzt im Schnelldurchlauf. Okay, dann habe ich die richtig gekauft. Einmal John Stephens Emerald. Ich glaube, das ist der erste Band und das ist der dritte Band. Und wie mal, das ist Emerald. Der heißt eigentlich nur Emerald, ne? Ich habe schon wieder ZBJ-Verlage gekauft. Oh, egal. Und die Chronik, die heißen Chroniken von Anbeginn, das Buch Jungs. Ich habe ungelogen letztes Jahr war ich in einem Laden. Ich überlege gerade, wie der hieß. KMK. Ungelogen, ich bin in einen Laden reingegangen und habe mir was zu essen geholt. Ich wollte eigentlich gar nicht groß irgendwas kaufen. Und dann habe ich einen Tisch gefunden mit Büchern. Und dann habe ich reingeguckt und habe gesehen, oh, das ist ja das Buch von John Stephens. Den zweiten Teil, das ist der rote, den habe ich aber nicht gelesen, weil ich gesagt habe, scheiße, das ist der rote. Ja, auf jeden Fall habe ich ein paar Bücher gekauft und diese Bücher festgestellt. Deswegen hat sich das auch bei mir dieses Jahr auch ausgeartet mit Bücher kaufen, wie Waterstorm. Bei Waterstorm habe ich tatsächlich bei Band 1 gekauft, aber das Buch habe ich Band 2 gekauft und dann dachte ich so, ups. Deswegen, das ist schon sowieso auf meiner Wunschliste. Und deswegen, um diese Subarbeit abzuarbeiten, kann ich die in einen Rutsch durchlesen. Dann habe ich die vollständig und kann dann vollständig komplett in einer Reihe lesen. Ich fange mal an. Als die drei Geschwister Kate, Michael und Emma, die vor Jahren von ihren Eltern getrennt wurden, auf dem Weg in ein neues Waisenhaus in den abgelegenen Herrenhaus des Geheimnisses von Dr. Böhm landen, ahnen sie nicht im geringsten, wohin sie diese Reise führen wird. Denn bevor sie sich versehen, sind sie besondere Kate, der kluge Michael und die Kolte. Habe ich da eigentlich drauf gedrückt? Ich habe das Gefühl, ich habe dich drauf gedrückt. Was ist das denn? Ich habe echt das Gefühl, ich habe dich drauf gedrückt. Sorry, genau, was habe ich gesagt? Landen ahnen sie nicht im geringsten, wohin sie diese Reise führen wird. Denn bevor sie sich versehen, sind die besondere Kate, der kluge Michael und die tollkühne kleine Emma in den Kampf um drei magische Bücher voll unermessen Macht verstrickt. Sie müssen erfahren, dass es ihre Aufgabe ist, diese zu finden. Wollen sie ihre Eltern je wiedersehen? Also es ist so eine Art Geschichte mit
mit Büchern, was ich eigentlich auch voll geil finde, weil ich habe ja auch eine Büchergeschichte gelesen letztens in meinen gelesenen Büchern. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Irgendwann mal im Juni, Juli. Nee, Juni. Und das hat mich so begeistert, dass ich gesagt habe, wow. Und ich finde, das Buchcover voll geil. Auf jeden Fall habe ich die jetzt vollständig. Ich kann die jetzt endlich lesen. Das ist schon mal gut. Was mich aber wieder stört, ist von Zeppelin Verlag. Kein Hate an Zeppelin Verlag. Ich habe ganz viele Bücher. Ich habe keinen Platz mehr. Scheiße. Habt ihr nicht gehört? Ich bin eine Bücherschlampe. Das muss man so sagen. Ich habe echt zu wenig Bücher von Dingsbums. Von Oettinger Verlag oder von Schneiderbuch oder von Ravensburg. Ja, ich habe sehr viele Bücher mit Zeppelin gehört. Das muss was heißen, ne? Seppi, ihr könnt mich heiraten. Ja, freue ich mich. Interessant. So, und dann wollte ich nochmal das vorletzte Buch zeigen. Weil die restlichen sind tatsächlich meine Geschichte. Ist von Richard Adams. Unten am Fluss, Watership Down von List Verlag. Hier geht es um Kaninchen und ich habe das von... Das Buch hat ungefähr 580 Seiten, ne, 640 Seiten. Und ich muss ohne Worte sagen, ich habe mir überlegt, ob ich die wirklich gebunden habe oder ob ich die als Taschenbuchausgabe kaufe. Und das habe ich mir echt schwer getan, weil ich bin sowieso ein Mensch für gebundene Ausgabe, gar keine Frage. Aber ich finde dieses Buch kaum schöner als diese alten Uschis. Und diese gebundene Ausgabe gab es für Gebrauch gut und da bin ich nicht zuständig. Also das kaufe ich in der Regel gar nicht. Kein Hate dazu. Weil ich so bin, wie ich bin. Und dann habe ich mir überlegt, soll ich oder nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich hole sie mir jetzt einfach als Taschenbuchausgabe in dieser Form. Es gibt, glaube ich, tausende. Es gibt auch eine uralte Version von 1900, glaube ich, 64 oder so. Oder von 1970. Frag mich nicht. Das Buch ist schon echt alt. Das muss man schon sagen. Auch echt, da gab es so richtig, also da gab es so ein richtig hässliches Cover mit einem Kaninchen skizziert. Was ich jetzt nicht so besonders schön fand. Und dann habe ich gedacht, okay, dann hole ich das lieber Taschenbuchausgabe. Und ich bin sowieso ein kleiner Kaninchen-Freak. Ich liebe Kaninchen über alles. Also wenn ich Kaninchen begegne, ich würde sie am liebsten auf den Arm nehmen und knuddeln. Weil sie einfach solche süßen, so süß aussehen und so süß sind. Und dieses Buch wurde ja auch tatsächlich per Netflix. Netflix hat daraus wieder eine Story gemacht mit einer wie bei diesen Lemony Snicket Bücher. Hm? Scheiß Netflix. Nein, Spaß. Und hier geht es um Kaninchen. Eine Saga, weltbekannte Saga von Exomodus, der Kaninchen. Der junge Fiver spürt, dass seinem Volk das Verderben droht. Genau, und darüber geht es. Ich habe gedacht, bevor ich mir die Geschichte antue, weil manchmal kann ich mir die Geschichte nicht antun, weil ich irgendwie total seelisch so, wenn ich Raisi sehe, dann sage ich, oh mein Gott, wie süß, und wenn jemand stirbt, dann so, nein! Da leide ich wirklich. Da bin ich wirklich voller Leid, ja. Bei manchen Büchern bin ich nicht voller Leid, wie so Liebesromane. Vielleicht darf ich keine Liebesromane lesen, was nicht für mich ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich gedacht, hier ist das Buch, bevor ich die Serie gucke. Oh mein Gott, oh, ich heul gleich. Oh Gott, ich heul gleich. Bin jetzt schon dabei. Oh, scheiße. Genau, auf jeden Fall. Jetzt um Häse. Die heißen immer alle Häse. Warum heißen immer alle Romane Häse? Ah, oh, das fuckt mich ab. Genau, Fiver heißt der Junge. Und dein Volk wird verdorben. Ein bisschen Verderben droht. Mal ernst. Und nur seine engsten Freunde kann überreden, mit ihm das Gehege zu verlassen und sich auf die Suche nach einer neuen Heimat zu machen. Ein ergreifendes Spiegelbild der Gesellschaft und die ebenso anrührende wie fesselnde Geschichte eines langen Weges in die Freiheit. Ich habe schon mal ein Buch, das hat mein Bruder nämlich in der Bücherschrank, das vielleicht auch seine Bücher, Colin Dunn, als die Tiere in den Wald verließen. Das habe ich nämlich auch schon gelesen. Das fand ich auch richtig gut. Und dann habe ich gedacht, so, why not, lese ich das. Darauf freue ich mich auch. So, und jetzt kommen die allerletzten. Toll. Das habe ich kaputt gemacht. Super. So, und jetzt zum Thema Bruder. Achso, das ist verknickt, aber das ist kein Problem. Zum Thema Bruder. Ich habe ja meinem Bruder ja... Hallo Flugzeug. Die Tintensaga ihm geschenkt und
Tintentod, Tintenherz, Tintenblut und Tintentod, ne? Oh, ich bin Gott sei Dank. So, und ich habe euch ja im August schon gesagt, dass mein Bruder, ich habe ihm ja diese Reihe geschenkt zum Geburtstag. Ich habe auch mit ihm ein Gespräch gehabt und er hat gesagt, er würde sie mir auch schenken. Und dann habe ich gesagt, nein, das werde ich nicht tun. Was geschenkt ist, ist geschenkt. Da ist eine Spinne, die krabbelt. Oh mein Gott! Ich krieg das jetzt schon, das Grauen. Ich werde das nicht gleich abmachen. Und auf jeden Fall habe ich das gesehen und nee, nicht gesehen, sondern ich gucke gerade, da oben ist eine Spinne. Auf jeden Fall habe ich gesagt, nein, geschenkt ist geschenkt und da werde ich jetzt auch nicht irgendwie sagen, ich nehme die Bücher und zack. Und ich finde es auch so, ich bin auch manchmal total unhöflich gegenüber meinem Bruder und fange an, seine Bücher zu lesen, was ja auch ziemlich scheiße ist. Weil im Prinzip sind das seine Bücher, muss man vorher fragen. Ne, da gibt es bestimmte Regeln bei Knigge, die sollte man vorher einhalten. Und deswegen habe ich beschlossen, hole ich mir die jetzt auch und dann fange ich die einfach an zu lesen. Ich meine, ich habe den ersten Band schon gelesen, den zweiten Band konnte ich nicht mal lesen, weil es mich einfach so aufgeregt hat. Aber den dritten Band habe ich gar nicht gelesen. Das heißt, ich werde die jetzt komplett lesen und dann muss ich nicht mal meinen Bruder fragen. Aus Höflichkeit halber, weil das sind seine Bücher und seine Bücher sollten eigentlich bei ihm zu Hause wohnen, aber das tun sie nicht. Und vielleicht, nee, vielleicht gibt es kein Bücherzimmer. Nein. Nein, nein. Nein, nein, ich bin kurz davor, weiter shoppen zu gehen. Ja, das, ja, ihr Süßen, die anderen Sachen sind übrigens nicht für euch. Da sind Weihnachtsgeschenke. Ist die jetzt weg? Ich sehe sie nicht. Und ja, darauf freue ich mich. Die Bücher sind in einem Top-Zustand. Kann man nicht anders meckern. Alles in einem ordentlichen Zustand. Also, mein Glas ist ein bisschen dreckig, aber mein Gott, es ist jetzt nicht so dramatisch. Ja, ihr Süßen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mal in den Kommentaren, welche Bücher ihr auch lesen würdet von den Büchern, die ich bestellt habe. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, morgen gehen wir shoppen. Oder, keine Ahnung, vielleicht gibt es auch gar kein Video mehr, vielleicht weil ich tot bin. Nein, bin ich nicht, aber bald, das meint ihr nie. Ich würde sagen, ciao, ciao.